Hallo Leute, guckt mal, was ich gerade anhabe. Das coolste T-Shirt, was man überhaupt anhaben kann. Und guckt doch mal, wo ich bin. In meinem neuen Zimmer. Woo! Wir werden heute was ganz Besonderes machen, auf das ich mich schon so lange gefreut habe, dass wir nie machen konnten, weil ihr mir nie genug Post geschickt habt. Aber jetzt ist endlich der Moment gekommen, an dem ich so viel Post bekommen habe, dass ich sagen kann, ich drehe ein Video drüber. Und ich hoffe, das wird jetzt kein Fail. Sonst wäre das ziemlich scheiße. Also würde ich sagen, let's go! Woo! Ich habe, wie gesagt, eine Menge Post von euch bekommen. Und die liegt aber leider noch nicht hier, weil Danny die immer noch hat und mir jetzt eigentlich mal geben sollte. Also Danny, los geht's! Au! Oh, Danny, das hat voll weh getan. Was war das? Oh. Ah, doch nicht immer vors Gesicht, Danny. Wie ihr euch das wahrscheinlich schon denken könntet, wohne ich hier nicht ganz alleine, sondern unter anderem auch mit diesem lustig lachenden Menschen, der jetzt auch mit ins Video kommt und mit mir zusammen die Post auspacken wird. Also würde ich sagen, los geht's, Danny. Was machen wir zuerst auf? Da ist nichts, da ist gar nichts drin. Ne? Sieht aus wie einfach nur Papier. Silikonbrüste. Man sieht einfach aus wie so ein... So einen Kackhaufen oder so. Das ist ja was für Annies Pöbel. Wummels Scheiße. Gut, hat er richtig bekommen. Das Graue habe ich gemacht und soll Wummels Scheiße zeigen. Und da war ich auch richtig mit dem Kackhaufen, ja, die wir auf deinem Bett gefunden haben. Was? Das zweite ist Emmys Pöbel. Was ist ein Pöbel? Nee, das ist ein Popel. Das ist ein sehr haariger Popel. Wir sind so große Fans von dir und auch ein bisschen verrückt. Das hast du jetzt sehr überzeugend vorgelesen. Das hier ist das, was du mir voll gegen den Kopf geworfen hast. Und zwar ist das von... Was steht da? Alexander. Oha, das hat bestimmt wehgetan. Das hat bestimmt wehgetan. Ja. Ich glaube nicht, dass das hier von Alexander geschrieben wurde. Also für 20 Jahre sieht deine Schrift aber aus wie Grundschule, Alexander. Mega. Vielleicht ist er schon 20 Jahre in der Grundschule. Lieber Junge. Der hat dir auf jeden Fall mega viel Glück gebracht. Der kommt aus Belgien. Aus Belgien. Wenn du später einmal deinen Fans einen Namen geben willst, wie würdest du sie nennen? Kleine... Oha, hier steht noch viel mehr. Kleine Oha, hier steht noch viel mehr. Kleine Oha, hier steht noch viel mehr. So würdet ihr heißen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin voll nervös. Aber ich schreibe trotzdem. Hat sie es auch geschrieben? Nein. Wahrscheinlich siehst du diesen Brief noch nicht mal. Nee, ich lese ihn. Oh, ich wurde gezeichnet, Danny. Voll schön, ey. Dankeschön, voll schön. Michelle. Gefällt mir voll gut. Das hänge ich mir auf. Vor allem, was soll die Nacktschnecke hier holen? Tolle Schnecke. Sieht ja aus, wenn er ins Bett geht. Das jetzt heißt. Wie eine Tigerschnecke. Ich glaube, das schneide ich lieber raus. Ja! Nee, Absender ist von Emmy. Aber da steht an Emmy. Vielleicht hat sie es an sich selber geschickt. Oha, die mag auch DIY, das geht gar nicht. Sie mag häkeln. Der häkelt halt mit 12. Hallo Emily, ich heiße auch Emily. Vielleicht ist sie schizophren. Sorry für deinen fiesen Humor, Emily, nimm's bitte nicht persönlich. Als ich damals von dir das erste Mal gehört habe, wie lustig du sein sollst, habe ich dann zum ersten Mal eins von deinen Videos geschaut. Was? Da bist du, mit deinen Nasenlöchern. Oh, man sieht aus wie ein Schwein. Wir öffnen jetzt ein Paket von Friederike. Woo! Oh, ein Geschenk! Oha! Oh mein Gott! Oh! Das sind Keks? Ich hab mich jetzt ernsthaft noch was zu essen gefreut. Aber wir haben ja eigentlich ausgemacht, dass wir alles probieren, was hier in den Fanpost-Dingern drin ist, ne? Aber nur ein halbes. Nein, das essen wir auf keinen Fall. Das sind diese Hundewürstchen. Isst du echt ein Würstchen? Nee, ich glaube, du isst ein Würstchen. Nein. Komm, ein Knabberwürstchen, ohne Zucker. Oh, Ida, ich esse das nicht. Geht voll, ne? Ja. Hier kannst du das auch noch essen. Das schmeckt wie Rohrfisch. Oh, es klebt zwischen den Zähnen. Vielen Dank, Friederike. War köstlich. Ein kleines Gedicht für Joey. Wir freuen uns schon aufs Video. Wenn du uns anrufst, wären wir froh. Ja, ruf mal an. Hallo. Hallo, Isa, hier ist die Oma. Ich wollte mal gucken, wie es dir geht. Oh mein Gott, hallo, Oma. Ich glaube, dir ist klar, wer ich bin. Hallo. Ja, du machst so coole Videos. Oh, danke schön. Ich habe mittlerweile sogar meinen Bruder damit angesteckt und er guckt deine Videos auch. Heißt dein Bruder zufällig Alexander und ist 20? Jetzt schon das Größte. Oh, hier ist Konfetti drin. Konfetti? Nur schnell, mach auf, Danny. Das ist ja nicht mein Teppich. Oh, nee, stimmt. Mach nicht auf, Danny. Beeil mich. Oh mein Gott. Ah, ein Tischfeuerwerk. Wow. Schon wieder so eine eklige Wurst. Ih, die essen wir nicht nochmal. Konfetti. Ekelhaft. Aber hier ist noch was dran. Ich hasse Einhörner. Guck mal, eine Pralinschachtel für mich. Tubblegum. Was ist das? Keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Das sieht aus wie so ein Kackhaufen in der Tube. Das sieht voll eklig aus. Das sieht so richtig eklig aus. Das sieht voll widerlich aus. Ich finde das richtig wie so Kinderzahnpasta. Vielleicht ist das Zahnpasta. Guck mal, Ohrenstäbchen. Vor allem so viele. Oh, so viele. Weil ich in dem einen Video gesagt habe, dass ich Wattestäbchen sucht. Erste? Ja, ich bin Wattestäbchen-süchtig. Boah, voll cool, ey. Guck mal, wie viel Mühe die sich gemacht haben. Danny, du saugst. Das kannst du auch vergessen. Das ist dein Zimmer. Kinderjoy.
Davon esse ich jetzt eins. Willst du auch eins? Ich hab Spielzeug. Da ist immer Spielzeug. Ach so. Was soll denn da sonst drin sein? Keine Ahnung. Was machst du denn? Woohoo. Hä? Die Decke ist abgefallen. Oh nein. Woohoo. Aber jetzt ist ja nicht, wo die Dinger hingeflogen sind. Oh, ein Kamm. Oh ja. Frozen Seifenblasen. Heißt das dann, die gefrieren? Wahrscheinlich in der Luft. Ging gar nicht weg. Du hast nicht eine einzige Seifenblase rausgekriegt. Das bin übrigens ich, Sarah. Ich bin 19 Jahre alt. Ich hab gedacht, du bist 15. Ich hätte jetzt auch so 15, 16 gesagt. Die Fotos musst du jetzt nicht in die Kamera halten. Reicht, wenn die Leute meine Geschenke an dich sehen. Also, so sieht die Gute aus. Das ist nämlich mal ein Fanpack. Ja, gell? Vielen Dank, Sarah. Dein Paket war das allercoolste. Okay, das sag ich jetzt nicht, weil dann ärgern sich die anderen, ne? Dein Paket war eines der coolsten. Damit du dir endlich deine Haare färben kannst. Da ist Krepppapier drin. Wollen wir jetzt meine Haare färben? Was machst du denn? Ich mach's dir in die Haare. Davon sollen die jetzt gefärbt werden, ja? Okay, ich würde sagen, nächstes Paket. Ja. Hey Joey, ganz unten liegt das Beste. Oh scheiße, ist alles rausgefallen. Schon wieder Hundefutter. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Leute, wir haben gerade ein voll cooles Paket ausgepackt und irgendwie hat die Kamera das nicht aufgenommen. Keine Ahnung warum. Deswegen tun wir jetzt einfach so, als hätten wir das noch nie gesehen, was da drin ist. Und wem mag das wohl sein, Danny? Ich hab keine Ahnung. Wow, von... Da steht nichts drauf. Hier ist Kinderschokolade drin. Mit meinem Gesicht drauf, Danny. Das ist mir völlig fremd. Wir haben ja auch angefangene Apfelringe. Ist ja nicht so, dass wir gerade schon einen gegessen haben. Ein T-Shirt. Boah. Und da ist ein Affe drauf mit meinem T-Shirt. mit meinem Gesicht. Die waren das, die mir das geschickt haben. Gräser. Nee, Greta. Greta, Theresa und Luca. Dann würde ich sagen, packen wir noch ein paar Briefe aus. Lasse ist der letzte, den wir eigentlich schon aufgemacht haben, aber ja, nicht gefilmt haben. Auf jeden Fall ist er 14, hat einen Bruder und einen Hamster. Wieso schreibt man das in den Brief? Weiß ich nicht. Okay, nächster Brief. Haben wir überhaupt noch was? Ja, klar. Oh, von Hannah. Vielen Dank für ein Thumbnail und ein Profilbild von mir. Das hatte ich noch nicht vorher. Du hast den Fun Award für den besten Comedy-YouTuber der Welt erhalten. So sieht der Fun Award aus. Einfach nur ein Smiley. Dank deiner mega geilen Videos, vor allem Bloopers, wurden meine Tage, an denen war ich krank. Muss mal wissen. Niemals langweilig. Ich hoffe, du liest diesen Brief und kapierst endlich mal, was du für unfassbar endgeile Videos machst. Hast du sie jetzt verstanden, ja, oder? Weißt du, dass du endgeile Videos machst? Sie sind einfach anders als diese total gespielten Comedy-Videos von dummen, geldgeilen YouTube-Gurus. Inga, weiter so. Leute, schickt mir mehr Post. Ich will noch viel mehr solche Videos machen. Yeah. Das macht voll Spaß, voll oder? Spaß gemacht, ja. So, Leute, das war's auch schon wieder mit der coolen Fanpost, weil das war alles, was ihr mir geschickt habt. Also schickt mir unbedingt mehr. Hier ist die Adresse. Los geht's. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Vergesst mir nicht, auf Instagram, Twitter und Snapchat zu folgen. Ich heiße da überall joeys_jungle. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann, was ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.